Ihr seht, dieses hier sind die japanischen Original-Tatami. Ein Problem für Kurse ist, oder sonst zum Üben, die sind teuer. Zwischen 6 und 7 Euro das Stück. Und wenn ich sie günstiger in China kaufen würde, müsste ich 500 abnehmen. Dann hätte ich 1500 Euro Minimum-Investition. Das ist ein bisschen viel. Die normalen Badematten bekommt man im Großhandel schon für 1 Euro und etwas das Stück. Da kann man dann wesentlich öfter schneiden. Der Vorteil dieser Matten ist, dass sie für die japanischen Schnittübungen, die zum Teil 5-6 Schnitte hintereinander ansetzen, geeignet ist. Und von daher natürlich sinnvoll, aber die japanischen Schnittübungen sind wiederum nicht an einem realen Kampf orientiert und mehr eine Kunst für sich. Mal schauen, ob so eine japanische Matte auch schneidbar ist. Sieht so aus. Das wollte sie nicht, nur angeritzt. Probieren wir es nochmal. Auch nicht. Ihr seht, sie hat einiges mehr an Widerstand. Okay, jetzt, dieses Ding ist ziemlich super oberdick und ich habe es jetzt ohne eine Befestigung aufgesetzt, um mal zu probieren, ob ich die auch so durchbekomme. Und ich versuche jetzt wieder einen richtigen Schnitt zu machen. Hier seht ihr von oben nach unten. Es ist eine doppelte Tatami. Die Japaner machen das ja bis zu solchen Trommeln und üben da durchzukommen. Probieren wir es mal. Jawohl. Völlig problemlos, dass die Matte selber sich dabei noch verabschiedet, ist kein Thema. Jetzt probiere ich noch etwas, sie waagerecht durchzubekommen, obwohl die Lose draufsteht. Nein, das tut sie nicht. Also machen wir noch einmal einen Kissen. Das war's, jetzt geht es ans Schwerterreinigen, einölen und wieder wegstecken und den ganzen. Ja, wenn man hier sieht, einen kostspieligen Haufen an Material wegräumen. Vielen Dank!